Und dann sind wir doch dabei. Ehrlich. Ey, yo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Spectator Mode. Es ist Freitag. Ihr habt es geschafft. Die Woche ist überstanden. Es geht bei uns hier weiter mit Inside. Und wir schauen mal, wie wir diese Palette jetzt hier hochbekommen. Zuerst natürlich die Frage, wie geht es euch, ihr lieben Leute? Ich habe heute so ein bisschen Bad Hair Day, deswegen habe ich eine Mütze auf. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Halte ich mal da fest. Okay, hoch, hoch, hoch. So. Deswegen habe ich mir die Mütze aufgezogen, auf jeden Fall. Ich fühle mich heute ein bisschen matschig. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Wir können ja trotzdem ein bisschen spielen. Warum denn nicht? Warum sollte man nicht Spaß haben dürfen? Ich habe hier den Rollladen offen, deswegen ist es auch so super hell. Heute ist irgendwie ein schöner Tag. Also es sieht irgendwie kalt aus. Es ist alles noch irgendwie gefroren, aber die Sonne scheint. Ich bin ein großer Fan von Sonne, also müsst ihr euch das jetzt halt ein bisschen geben. Mir voll leid. Nicht. Auf jeden Fall sind wir zurück in Inside. Das ist Part 2. Timmy ist jetzt hier in den Laboren drin. Gestern vor allem. Am Mittwoch waren wir noch draußen. Jetzt sind wir irgendwo drin. Wir sind durch Wälder gelaufen. Wir sind über Felder, Stock und Stein gerannt. Jetzt haben wir hier so eine Schleuse, oder was? Was gibt's da unten? Nix. Hey, warum haben wir eine Kette? Was geht hier? Okay, da haben wir noch eine Luke. Ja. Streng dich an, kleiner Mann. So. Was wir wollen. Lock. Gucken wir doch mal, ob wir am frühen Morgen hier irgendwie an diesem Rätsel vorbeikommen. Ich dachte, jetzt wird das Wasser wieder abgepumpt. Komm. Also ich muss es gedrückt lassen, oder jetzt? Jupp. Mein Fehler, sorry. Sorry, sorry. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie da hochkommen. Okay, wenn das Wasser so hoch steigt, dass wir tatsächlich da hochkommen würden, kommen wir da nicht mehr rein. Wie auch immer. Das ist interessant. So, dann gehen wir mal hier runter. Was finden wir hier sonst noch? So, können wir hier das. Ja, können wir. Okay, gut. Dann wird es, glaube ich, relativ einfach. Halt. Erst nochmal hoch. Und runter da. Okay, gut, so. Und jetzt machen wir hier. Stelle, Stelle, Stelle! Ah. Der Gott dieser Schmendler hat sich nicht so dumm angestellt. Aber irgendwie haben wir immer erst eins von 14 von diesen Collectibles. Okay, und jetzt? Oben fliegt irgendwas drüber. Hallo? Jetzt natürlich was sehen würde. Ist eigentlich ziemlich dunkel. Oder müssen wir das Ding eben wieder runterschieben noch? Machen wir das im vorherigen Raum? Hallo?
Ach so, ja, natürlich, wegen der Kette, wegen der Kette. Zweimal drauf gedrückt, sorry. Ah. Jemand von euch eigentlich so ein krasser Marvel-Fan wie ich? Freut ihr euch schon hier auf Disney Plus? Ich hab richtig Bock auf die neuen Marvel-Serien. Ich habe mir den Teaser-Trailer gerade nochmal angeschaut zu Loki und Falcon and the Winter Soldier und Wonder Vision. So nice, einfach nur. Mag auch das Sounddesign von dem Trailer, gut gemacht. Nein, 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 ich sterbe. Das war ja so klar. War ja so klar. Das ist zu spät gerafft. Ich glaube, die werden sehr gut, diese Serien auf jeden Fall. Oh. Und die wurden jetzt auch nach vorne verschoben, glaube ich, ne? Irgendwas habe ich da doch gehört. Und Mandalorian wurde, glaube ich, auch nach vorne versetzt. Ich freue mich so auf Mads. Mads wird gut. Und dann, ciao, Netflix. Das war schon zu knapp, bisschen fast. Leute! Kommt schon. Ibi, beeil dich. Muss das bisschen schneller schaffen. Oh, ne. War nicht da rein. Okay. Und ab dafür. Los, 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 los. Okay, beim nächsten Mal springen wir. Das ist jetzt die finaleste. Oh. Finale. Höhe. Dachte ich gerade, bleibt da vorne stehen, weil er sich ganz schön viel Zeit gelassen hatte, Bub. Ha! Ha! Ja, Mann, wir haben es geschafft. Was ist hier los? Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Okay, auf geht's. Was ist das denn hier eigentlich? Jetzt chillen wir mal kurz. Ah, da vorne ist wieder eine Luke. Hinten fährt der Zug. Ihr macht es einem aber nicht so einfach, habe ich das Gefühl. Rein hier. Sehr schön. Knapp war's. Aber nicht knapp genug für uns. Timmy hat überlebt und das ist es. Wollen wir da runter? Will nicht. Aber anscheinend. Warte mal, können wir hier auf der anderen Seite wieder hoch? Nein? Nope. Okay, wir sind jetzt da. Hallo. Kann mich jemand hören? Wo ist denn hier der Weg raus? Warum ist es hier überall so staubig? Wo ist denn euer Hausmeister? Ja, also irgendwie. Können wir da auch schneller runter? Gestern sind wir die Gäste. Warum sage ich eigentlich ständig gestern, wenn ich Mittwoch meine? Kennt ihr das, wenn ihr Freitag habt und ihr meint Mittwoch und sagt gestern? Nein. Kennt das auch nicht. Auf jeden Fall sind wir gestern. Jetzt machst du nur noch mit Absicht. Egal. So eine Regenrinne runter. Regenrinne. Ey, ich kann heute nicht reden. Ich bin zu behindert. Tut mir voll leid. Runtergeklettert, die wesentlich einfacher runterzuklettern war anscheinend, als so eine komische Kette. Aber da hinten sind halt wieder Hunde. Das stimmt ja nicht mit Menschen. Komm, dann renn. Die haben uns nicht gesehen, nicht gehört. Sehr gut. Uff. Na? Kurz stillhalten. Will mit euch nichts zu tun haben. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier unten noch irgendwas wollen. Hallo? Nein. Ich will halt nicht an den ganzen Collectibles vorbeirennen eigentlich, aber ich finde sie halt nicht. Springst du ins Wasser? Oh shit! damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Gucken wir doch mal, ob wir rennen können. Nicht.
Aua, 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 mein Genick. Lass das doch einfach vielleicht. Ich brauche das noch. Ich brauche das doch. Okay, dann müssen wir vielleicht tatsächlich irgendwie... Höp. Aha. Können Hunde tauchen? Wissen wir es? Helle! Beeil dich, Tibi! Du hast nur zwei Beine. Renn halt einfach auf vier Beinen. Oh shit! Oh shit! Ach, Hunde können nicht klettern. Aber die rennen außen rum, weil sie gar nicht so dumm sind wahrscheinlich. Ja, ich sterb halt. Aber ich hätte mir mehr Zeit lassen sollen, glaube ich. Ein Brett und da drüber rennen. Au, 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 au. Drei Hunde halt gleich. Was stimmt denn nicht mit euch? Okay, und ein Brett. Und rennen. Hallo. Ich bin hier drüben, ihr dummen Hunde. Aber... Komm her, komm her, komm her, komm her. La la la. Na, ihr Süßen. Miaut. Was ist denn da so laut im Hintergrund? Könnt ihr mir nicht. Ah! Aha. Ihr seid zu langsam. Achso, ich muss erst runterspringen, damit ihr irgendwie interessiert seid an der Seite des Sounds. Okay. Kommt mal ran hier. Dir gedacht, heute steht kein Timmy auf der Speisekarte. Komm ich da jetzt durch? Ja, okay. Uff. Als ob die da nicht durchkommen. Die Hunde sind doch... Die Kleine, aber seid mal ruhig. Die macht ganz schön Lärm. Autsch. Vielleicht hätte er einfach automatisch die Treppe nehmen sollen. Was ist das denn? Was stimmt denn nicht mit dir, Timmy? Was machst du denn? Ah ja, siehst du? Geh doch. Ich habe auch nichts gedrückt. Alter. Das Spiel will mich verarschen, Jungs. Mädels. So, und wenn ihr ein bisschen Spaß habt, lasst doch einfach mal ein Follow da. Klickt auf die schöne... Da steht jemand. Klickt auf die schöne Glocke, damit ihr auch schön benachrichtigt werdet, wenn neue Videos kommen. Das wäre doch eigentlich ganz knorke von euch. Würde mich freuen, auf jeden Fall. So, was gibt's hier jetzt sonst noch zu tun? Gehen wir da rein ins U-Boot, oder was? Hopp, da, da. Hoch da, komm. Nein. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich kann nur hier bei der Mitte hoch. Aber ja. Okay. So. Da. Gehst du da rein? Jetzt. Klappe auf. Und zum Glück weiß unser Timmy, wie hier alles funktioniert. Abwärts. Hallo? Nicht mal irgendwelche Fischis hier. Im Wasser. Komische Drecksbrühe. Okay, ich schätze, wir wollen da rein. Hallo? Ah, es ist eine Hundeklappe. Achso, nee, doch, es ist eine ganz normale Tür einfach nur. Ich dachte, es wäre so. So eine Katzen-Hunde-Klappe, wie auch immer. Wir müssen jetzt wieder hoch. Ich sehe gar nichts gerade. Es ist so dunkel hier und wir kommen nicht mehr. Ah, warte mal. Das sieht doch irgendwie aus, als. Aha, nee. Haben wir. Ah.
Probieren wir gleich nochmal. War das die richtige Taste? Weiß nicht, wie ich das eben gemacht habe. Ah ja, so. Ah, das ist dann auch gesperrt erstmal. Okay, cool. Ach, es ist schön friedlich hier. Ich glaube, wir müssen immer noch nach rechts anstatt nach unten. Aber ich will ja wissen, wo die ganzen Geheimnisse dieser Welt sind. Gibt es die Preis? Aber, oh, was passiert da? Irgendwas leuchtet. Was bist du? Aha. Ich bin Bier. Bin auch am frühen Morgen, vor allem frühen Morgen, wir haben 11.46 Uhr. Bin auch am frühen Morgen noch schon fit, besser gesagt. Abgesehen davon, dass ich keinen geraden Satz rausbekomme, geht's mir gut. Aber beachtet das einfach gar nicht. Ah, komme ich auch so durch, ohne Power. Sehr gut. Herrgott. Hallo? Hier geht's nochmal durch. Bevor wir hier überall einfach nur verpissen. Vielleicht gibt's ja hier auch noch irgendwas, was Interessantes für uns. Zum Beispiel eins dieser 14 Dinge, die wir... Nein! Kommen wir hier raus nochmal? Kommen wir da hinten hin? Wahrscheinlich nicht. Komm, was egal hier. Und ab dafür. Bumm. Weiß ich nicht, ob das so gut ist für das U-Boot. Wenn man hier die ganze Zeit mit seiner Hülle gegen Stahlbeton fährt. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das die beste Idee ist. Ja, boom. So, und jetzt? Ihr wollt doch nicht, dass ich da durchschwimme und meinen... Komm, geh mal... Achso, wir können nicht aussteigen, weil die Klappe unter Druck ist. Komm ich da durch? Tatsache. Ja, und jetzt? Leute. Mein U-Boot wieder haben. Wir haben uns schon gut angefreundet. Oh ja, ups, sorry. Jetzt ganz ruhig. Ich stecke hier 1 Meter unter der Wasseroberfläche. Kann ja mal passieren. Und dann? Gehen wir mal hier hoch. Und ich kann dazu immer noch nur sagen, ich könnte es nicht. Was ist das? Was ist denn hier? Vielleicht kriege ich doch nicht mein U-Boot zurück. Ich hätte gedacht, die geben mir mein U-Boot. Und was ist das für eine komische... Was ist das für ein Aquarium hier? Oh, shit. Okay. Und nun. Damit machen wir jetzt was? Ich weiß es noch nicht genau. Gehen wir nochmal hoch. Mal schauen, was es da oben noch so gibt. Oh mein Gott, es tut mir richtig weh, den armen Timmy da zu sehen, wie er da hochklettert. Ich habe nämlich ein bisschen Muskelkater. Meine Arme sind schwer und schmerzvoll, sag ich mal. Aber ich bin halt auch ein großer Lappen. Kann man nicht schön reden. Oh, ach ne, okay, wir sind wieder draußen. Ich dachte gerade, das sind irgendwelche Leichenteile oder sowas, aber es sind Pflanzen.
Das geht ja noch. Was bist du? Von da hoch. Hallo? Okay. Up. Oh mein Gott. Was für ein Sprung, Timmy. Meisterhaft. Was für ein Sprung. Was gibt's jetzt hier? Was mache ich überhaupt? Was ist denn dieses Game? Up. Okay. Dann schwingen wir doch mal darüber und springen und machen das hier und drücken da drauf und ich habe noch gar keine Ahnung, was hier passiert. Okay, dann Klippenspringer. Ach, herrlich. Oh, shit. Du hast mich gerade erschrocken. Was warst du? Was bist du? Nein. Nein. Aha. Sehr gut. So. So. Und jetzt gucken wir doch mal, was hier unten so geht. Und in die Richtung. Boom. Hallo, ich bin da. Wer noch? Ey, hier ist so ein Kabel. Kann ich... Aha! Jetzt? Und jetzt? Es geht einfach nur weiter nach unten. The fuck? Sag mal aus, Timmy. Kletter mal die Leiter hoch. Das ist irgend so ein Bonuszeug. Auf jeden Fall. okay. Und du kannst nur geradeaus. Sehe ich das richtig? Und da hinten haben wir noch einen. Können wir. Kannst doch schwimmen. Steig da mal. Kannst du da einsteigen? Yes, sir. Und dann. Kannst du. Steig nochmal ein. Nee. Kann er nicht. Kann ich da hinten langlaufen? Nein, kann ich auch nicht. Okay, dann würde ich erstmal kurz schauen, ob wir hier irgendwie eine Möglichkeit haben, dieses Wasser zu fluten. Kriegen wir da irgendwie die. Mehr Wasser ran. Wüsste zwar nicht, wie wir das machen, oder wir können hier so ein Ding, so ein Kanister freischalten. Was ist denn hier? Oh ja, oh warte mal. Ich hab eine gute Idee. Hahaha! Ja, Mann! Ja, Mann! Nice! Das gefällt mir. Kommen wir da jetzt hoch? Sehr gut.
Da. Ich hab's geschafft. Ah, 2 von 14, aber ich schwöre euch, das ist nicht die Nummer 2. Weil, ganz schön weit gelaufen. Mit Sicherheit an welchen vorbeigelaufen. Kann gar nicht anders sein. Safe, safe call. Aua, Brudi! Nicht ganz so viel Power, Brody. So, hier geht's. Wollen wir hier lang? Geht's hier durch? Ja. Nice. Hier, drück da mal drauf. Wie weiß ich noch nicht. Weil vorhin ist da ja irgendwas rumgeschwommen. Okay, nochmal. Gedrückt lassen, nicht einmal drücken. Oh. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst vor dem Wasser, wenn ich... Okay, doch nur einmal drücken. Hoch da, rein da. Oh, das war's schon. Hello again. Ich habe das Gefühl, wir müssen erst auf die andere Seite und dann sollten wir das Wasser. Ich glaube nicht, dass wir da drüber kommen. Oh. Nee. Okay, also das ganze gleiche nochmal. Kommando zurück. Jump, Timmy. Kurz bisschen Wasser. Ich finde, die Luftblasen sehen halt auch so gut aus. Game ist schon einfach nur schön gemacht. So, und hier, das habe ich gemeint. Jetzt sind wir hier drüben. Jetzt gehen wir wieder zurück. Nein, raus da, Timmy. Stell dich nicht so an. Game. Pure Atmosphäre. Kannst du mit Buttermesser durchschneiden? Mede. Los, Timmy, beeil dich. Ich will nicht, dass du erstickst. Hoch ans. Ja, boah. Boah. Dir mal ein bisschen mehr Mühe geben. So, und jetzt lasse ich einfach. Euer Ernst? Jetzt habe ich mir die Arbeit gemacht. Ah ja, nee, okay, sehr gut. Wie geht's weiter? Ich dachte, ich bin jetzt einfach mal aufs Wasser. Nee, aufs Wasser, genau. Auf den Boden. Hallo. Servus, Algenlady. Was willst du mir zeigen? Ha? Tot. Aha. Okay. Aua. Das ist ganz schön unhöflich, Lady. Jan, was soll ich denn machen? Wie stellt ihr euch das vor? Bin ich hier falsch? Ach so. Das erklärt natürlich einiges. Verpiss dich vom Licht, dass er. Ja, komm, hier.
Bleib da, wo du bist. Wo geht's denn lang? Kann ich hier die Tür zumachen? Ha! Nicht mit mir, nicht mit Tibby. Okay, so, und dann gehen wir wohin? Kannst du mir jemand sagen? Ah, hier, da. Okay, alles klar, ich hab's mir selbst gesagt, danke. Kein Thema. Oh. Alles ist still. Alles ist leise. Alles ist dunkel. Hallo, warum ist denn hier so viel Wasser? Ein bisschen Waterworld-mäßig. Was gibt's hier? Wo sind die ganzen Verstecke? Hier sind sie nicht. Das kann ich euch sagen. Und ich glaube, unter Wasser ist das Ding irgendwie ein bisschen schneller. Yay. Unab. Ah, da kommt der Strand. So, und jetzt gucken wir doch mal, wie weit wir das Ding mitnehmen können. Jump! Okay. Reicht für mich. Festgesetzt. Ist ganz leise. Aber was haben wir denn? Wir haben ja schon wieder 32 Minuten gespielt. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich mit euch unterhält hier. Eieieiei. Dann gehen wir mal jetzt noch hier rein. Dann würde ich sagen, Ende Gelände von Part 2. Wollen wir... Ich dachte, die Tür geht nach außen auf. Mehr Druck. Wow, shit. Okay. Okay. So. Wir haben die Wasserwelt hinter uns gelassen. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in der Sandwelt. Insofern ist es doch eigentlich eine schöne Stelle hier, um einen Cut zu machen. Würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns dann quasi übernächste Woche. Nächste Woche nämlich will ich wieder versuchen, mit dem Paul die Halo-Geschichte weiterzumachen. Weil ich will ja auch... Irgendwann wollen wir ja mal Halo Reach durchspielen, ihr lieben Leute. Und dann geht Inside quasi nächste Woche weiter. Und bis dahin müsst ihr euch halt ein bisschen gedulden. Ansonsten... Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch zusammen mit dem Paul wieder auf Reach. Und haltet die Ohren steif. Danke für die Follows und Zuschauer. Und wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, seid ihr sowieso die Besten. Weil ich glaube, ihr seid einer von zwei Leuten oder sowas. Mein Gruß geht raus an euch. Ich küsse eure Augen und wie gesagt, tschüss. Ciao. Aloha, Wug nochmal hier. Wir bringen jeden Mittwoch und Freitag neue lustige Gameplay-Videos für euch raus und wir haben noch mehr Videos auf unserem Kanal. Kleiner Tipp, wenn euch das bisschen gefällt, dann denkt doch mal bitte drüber nach, Spectator Mode zu abonnieren und vergesst nicht den Like-Button zu prügeln, das wäre ganz wichtig. Außerdem, wenn ihr interessante Ideen habt für neue Games, die wir hier noch aus Spectator Mode daddeln wollen, dann schreibt die uns einfach in die Kommentare, ja? Wir freuen uns auf jeden Fall. Das war's auch schon von mir bzw. uns. Tschüss!